Wie entsteht ein Regenbogen? Fritzchen geht heute spazieren. Die Sonne scheint. Plötzlich fängt es an zu regnen. Und ein Regenbogen erscheint. Fritzchen fragt sich, wie geht das eigentlich? Ja, das erklären wir euch heute. Also, es muss die Sonne scheinen und es muss regnen. Erst dann kann ein Regenbogen entstehen. Aber das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das ist ein Lichtstrahl. Den sieht man vom bloßen Auge nicht. Dafür braucht man eine sehr, sehr, sehr gute Lupe, um das zu sehen. Der Lichtstrahl spiegelt sich in einem Wassertropfen. Und der Wassertropfen gibt dann diesen Lichtstrahl als Regenbogen wieder. Dieses Phänomen ist schon lange bekannt, wurde aber erst von Isaac Newton aufgezeichnet. Ihr wisst schon, der mit dem Apfel. Wir hoffen, euch hat das Video weitergebracht und es hat euch gefallen. Ende.